Erika hat im Radio von der Datenschutzgrundverordnung gehört und fragt Peter, was das ist. Denn Peter ist Datenschutzbeauftragter. Er erklärt ihr, dass sie bei vielen alltäglichen Aktionen, wie zum Beispiel beim Online-Shopping, persönliche Daten über sich preisgibt. Solche Informationen wären zum Beispiel ihre Schuhgröße, ihre Adresse, ihre Religion, ihre Bankverbindung oder ihr Gesundheitszustand. Manche dieser Informationen können missbraucht werden, wenn sie in die falschen Hände gelangen. Solche Gefahren wären zum Beispiel Einbrüche, Fremdenhass oder Trickbetrug. Daher ist es besonders wichtig, die persönlichen Daten zu schützen, und deshalb gibt es die Datenschutzgrundverordnung. Diese verpflichtet Unternehmen, Datenschutzbeauftragte wie zum Beispiel Peter einzustellen, um die von ihnen gespeicherten Daten zu verwalten und zu schützen. Peters Aufgabe ist es, zu dokumentieren, wer wofür die Daten verwenden will. Außerdem sorgt Peter dafür, dass die Daten regelmäßig wieder gelöscht werden. So kann Erika einfach im Internet shoppen, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Daten in die falschen Hände gelangen.